Wir haben wieder genügend Geld gesammelt, um den Resort ein bisschen aufzuwerten. Was? Das ist ein Außerirdischer vor meiner Haustür. Da ist ein Alien! Wie ist denn das hier gelandet? Wo parkt denn sein UFO? Kann ich dem Hallo sagen? Hör auf damit, kann ich machen. Da ist ein Alien vor meiner Haustür! Die Außerirdischen kommen und er denkt sich, oh, eine Zeitung. Oh, piep, 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 Zeitung, piep, 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 Zeitung, piep, 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 Zeitung. What the fuck? Was macht er denn jetzt da? Guckt sich irgendwas an? Okay. Das ist Fohon Xip. Und der bleibt jetzt da stehen? Was macht er denn da die ganze Zeit? Spielt er mit seinem Gameboy oder was? Jetzt sind es auch noch... Ey, du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Oder nicht rotbares Sim. Oh Gott. Tatsache. Ach, der hat ein Smartphone. Alter, der hat ein Smartphone. Außerirdische mit Smartphones. Das ist voll gruselig. Geh mal nach Hause telefonieren. Du denkst an deine Heimat. Geh mal nach Hause telefonieren. Tschüss. Fliegt er jetzt mit... Nee, natürlich. Das Alien segelt davon. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Sehr schön. Ein Alien. My alien is over the ocean. My alien is over the sea. My alien is over the ocean. Don't bring back my alien to me. Let him go home at this home planet. Let him go home to this home planet. Jo. Ich bann die Action wieder. Gleich steht das im Uff. Naja, wobei Outfitplan. Ich finde seine lame Nachtwäsche ist ganz okay. Dann kann er verdorbenes Essen ausräumen und Frühstück servieren. Und zwar gebratener Reis mit Ei. Und dann mal gucken, ob er die Interaktion zwischendrin zeitlich wieder abbricht, weil er es kann. Oh, die magische Miesmuschel hat wieder Geld abgeworfen. Da können wir jetzt mal die magische Miesmuschel ein bisschen aufwerten gehen. Ja, oh, Sabi Wapsifups. Ist ja gut. So, den Leuten geht es hier ganz gut. Hier liegt Müll rum. Das ist aber nicht schön. Ich habe doch extra eine Reinigungskraft eingestellt. Kann ich den Müll löschen? Nee, kann ich nicht. Kann ich leider nicht. Kann leider keinen Müll löschen. Toll, überall Müll jetzt. Na, ist ja super. Aber ich will schon mal anfangen, den Pool zu bauen. Der ist zwar ziemlich teuer, aber so ein kleines Quadrat. Das ist zu teuer. Aber das können wir uns schon mal leisten. Wow, Honey. Da ist jetzt aber so richtig geklotzt, ne? Ah ja, verstehen Sie? Unglaublich. Ist das Pool-Zeugs? Also Pool-Regeln und so. Jetzt kann ich nicht mal mehr eine Leiter dran machen. Da müssen die Sims halt so rausklettern. Das war ein bisschen, noch so ein bisschen teuer alles. Vielleicht kann ich ja hier mich die da löschen. Dann kann ich wenigstens eine Leiter bauen. Das ist super. Wir haben immerhin Pool. Also unsere Gäste können nicht sagen, wir hätten keinen Pool. Wir haben definitiv einen Pool. Gucken wir doch mal wieder, wie unsere Bewertungen sind. Oh, da ist ja mal eine ganz gute Bewerbung. Meine Freunde hatten das hiesige Buffet sehr gelobt. Deshalb war ich von der durchschnittlichen Qualität der Speisen ein wenig enttäuscht. Von Pferd 7100. Meine Kinder waren so aufgeregt, als wir ankamen, dass sie direkt mit dem Einchecken in ihre Badenhosen geschlüpft sind. Dann haben wir den Pool gesucht. Was für eine Enttäuschung. Wie kann es denn sein, dass ein Resort keinen Pool hat? Lest doch die Beschreibung! Da steht Wirnix Pool. Dieses Hotel hat Defizite in Bezug auf die Ausstattung. Ich hatte wirklich sehr auf einen Pool gehofft. Da ist jetzt einer. Kannst du noch mal hin? Ich konnte gerade zusehen, wie ein Typ Feuer gefangen hat, als er versucht hat, über die Kohlen zu gehen. Mal ehrlich, ist das der beste Urlaub aller Zeiten oder was? Wie geil! Die Feuergrube war das absolute Highlight meines Urlaubs. Wo soll ich anfangen? Das Resort ist total heruntergekommen. Wie wäre es hin und wieder mal mit Putzen? Aber ich habe doch schon eine Reinigungskraft. Das mehr... Reinigungspersonal. Kann man nicht... Ist irgendwie... Ich kann ja nicht reinschreiben. Doch, jetzt kann ich reinschreiben.
Wir können uns zwei leisten. Einstellen. Und dann, ja, genau so. VIP-Zimmerregelung hinzufügen. Nee. Achso, das sind dann VIP-Zimmer hier drüben. Da kann man dann eine Verriegelung hinzufügen. Das nur, aha. Festtagsbeleuchtung für das Haus. Natürlich. Festtagsbeleuchtung. Wir haben ja auch Weihnachten. Oh, da hat jemand so Hunger. Oh. Aber du machst dir deinen Reis. Brav. So, da schnipsel ich ein bisschen rum. Und dann wird das auch lecker mit meiner Trillerpfeife um Hals, die ich... Aua, jetzt habe ich mir den Finger geschnitten. Na, ein bisschen Blut, das kommt ja dem Körper wieder zugute, ne? So, voilà, ein Ei. Und hier und da und da, 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 da. Ich bin sehr geschickt. Das sieht unglaublich aus. Oh, oh, scheiße. Oh, oh, das ist jetzt ein bisschen angebrannt. Das ist nicht so schlimm, das ist ja nur für mich. Ich esse das trotzdem, das ist kein Thema, das stört mich nicht. Wollen wir Freunde das anfragen? Holy crap, da draußen lungert, glaube ich, schon wieder ein Paparazzi rum oder so. Ich habe es, glaube ich, gesehen. Oh. Immer diese ungebetenen Gäste. Hätte ich doch mal rechtzeitig das ausgeschaltet mit dem Promi-Punkten. Ich dachte, ich habe das noch standardmäßig ausgeschaltet. Hatte ich aber nicht. Sowas Blödes. Scheußlich. Ja. Also gleich abspülen. Ist ja wie ein Brunch. Du musst bald zur Arbeit. Vergiss das mal. Du isst jetzt einen Snack und zwar einen grünen Salat. Das mit dem Säubern müssen wir uns dann leider auch noch verkneifen. Du isst jetzt einen Salat. Schnell, los, auf geht's. Danach musst du noch pullern gehen. Dann wird erst gearbeitet. Haben wir schon wieder Rechnungen, die bezahlt werden müssen? Nee, aber wir können Post nehmen. Super. Schaffen wir nicht mehr. Ihr müsst da eigentlich schon längst arbeiten. Ja, ist das Essen angebrannt. Super. Austin hat folgende Arbeit zu erledigen. Kannst du dann machen. Strand beaufsichtigen. So. Oh, der Teller wird, der spült da mal freiwillig ab. Das ist ja unglaublich in dem dreckigen, versifften Spülbecken. Dann wird noch auf Klo gegangen. So schön. Dann wird noch die Post geholt. Raus da. So, was habe ich bekommen? Was kriege ich aus diesem leuchtenden Briefkasten? Oh. Oh, Plutonium. Plutonium, wie viel ist das wert? 2192 Simoleons. Holy Macaroni. Wo ist unser Resort? Muss sofort Resort. Muss, kann gar nicht, kann, muss sofort Resort. So, dann können wir den Pool ein bisschen größer machen. Einen schönen Pool anlegen. Für die Pool Position. Halt, das ist nicht das Pool Tool. Das ist das Pool Tool. Nein, ich wollte eigentlich hier den geschwungenen Poolbereich noch anfangen. Weil das einfach besser aussieht. Also schon mal anfangen quasi, weil wir wollen es ja noch größer machen und dann. So. Dann ist das hier auch schon genau richtig, ja. So, halt hier hin. Sehr schön. Oh, ist das teuer. Kann man dann schon mal was anderes dazu packen? So ein Sprungbrett zum Beispiel. Und ein Unterwasserlampe. Naja, das ist dann wieder so teuer. Notfalls müssen wir dann halt die Preise auch mal erhöhen. Wobei, aktuell hätte ich lieber gerne mehr Sterne als höhere Preise. Die Leute sollten ja zufrieden sein, dass jetzt da Pool und so, ne? Sollten sie zufrieden mit sein. Hier entspannen wollte ich gar nicht. Ich wollte hier das Ding da anklicken, das Resort. Resort verbessern kann ich in dem Baumodus. Ich kann, glaube ich, auch die Unterkünfte hier aufwerten, ne? 5000 kostet das. Eie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 
Diese Erotik. Ich spüre diese Erotik. Da wird man ja ganz rattig von. Oh Gott, ist ja grauenvoll. Naja, Männer gucken eh nur auf die Titten, da ist der Kopf wahrscheinlich egal. So, ach, durch die Blumenbüsche. Honey hat Vorurteile. Ach, ist doch wahr. Selbst Frauen machen das so. Kannst du eigentlich auch das da, du kannst dich auch da hinsetzen und beaufsichtigen, das finde ich gut. Außerdem, Mangold hat seinen wöchentlichen Lohn erhalten. Na, das ist ja auch schön. Kannst also auch da beaufsichtigen, von dem Stuhl aus. Das ist doch viel cooler als so rumlaufen. Und schließlich Bademeister, da musst du dich auf deinen Stuhl setzen. Hier. So hat das Stil, so hat das Stil. Sehr schön. Ja, sieht echt gut aus. Huch. Hä? Hey. Oh. Eine Insel. Wo denn? Komm, guck nochmal, ich will einen Screenshot machen. Jawoll. Wunderschön. Ist ein Traum, ist ein Traum, ist ein Traum. Ach, da wird im Wasser geplanscht. Hui, ich mag im Wasser spielen. La 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 la. Salzwasser. Lustig, hui. Oh, Feuchtigkeit. Hui. Okay, da kommen noch ein paar mehr Strandbesucher. Tatsache. Ja, Christopher Collins. Den hatte ich doch schon mal bei mir um die Ecke. Weder ist wieder ein Paparazzi. Ich habe hier zu arbeiten. Ich bin kein Objekt der Begierde. Ich möchte angeguckt werden, aber nicht fotografiert. Geht er jetzt auch im Wasser platschen? Nee, der geht einfach durchs Wasser. Gut. Da ist ein Kind. Oh, hoffentlich gerät das Kind nicht in Seenot. Der Philipp. Nicht der Philipp. Oh, ich kann den Wetterstein kann ich auch nur beobachten. Aha, er geht jetzt ins Wasser. Aber er sieht so aus, als könne er schwimmen. Also wer sich so anzieht, der kann schwimmen. Ich glaube, der geht auch nur im Wasser platschen. Vielleicht haben wir heute ausnahmsweise mal gar nichts zu tun. Das ist dann wenigstens richtig spannend. Wie viele müssen wir noch retten? Boah, 50 Leute. Vielleicht sollten wir doch darauf hoffen, dass jemand in Seenot gerät. Und wir haben noch keinen einzigen Freund. Maria Tomlinson. Bekannte. Ach, das ist das Lama. Okay. Wir lernen aber auch hier nur blödes Zeugs kennen. Das ist doch... Wer ist das hier? Leandro La Rosa. Und der Opa, den wir gerettet haben neulich? Okay. Was für ein aufregender Tag am Strand. Oh. Was ist jetzt los? Der ist einfach umgekippt. Muss retten. Er hat einen Hitzschlag. Wanse. Das ist ein Hitzschlag gewesen. Ich sehe... Na, sieh schon wieder. Das ist der Guilimero, den hatten wir schon. Der Ichitaka, das ist der Macker von der Tante, die wir da neulich kennengelernt haben. Der will doch nur wieder geknutscht werden. Ich kenne das schon. So eine Schweinerei. Danach kann er dann wieder beaufsichtigen gehen. Nachdem er dem Mann wieder Leben eingehaucht hat, der einfach umgekippt ist aufgrund von Hitze. Nicht, dass wir auch noch einen Hitzschlag kriegen, ne? Aber wir haben ja eigentlich dann einen Schirm. Also sollte eigentlich ja gehen. Wuhu! Ja, ich weiß, dass du mich jetzt liebst und so. Gut zu wissen, dass es immer noch gute Rettungsschimmer gibt. Vielen Dank. Ja, also du bist zwar gar nicht geschwommen, aber du bist ohnmächtig geworden. Also schien ja irgendwas Wichtiges zu sein. Zoomen wir mal weiter raus und gucken wieder, was noch passiert. Vielleicht fällt ja wieder jemand in Ohnmacht. Vielleicht meine Frau. Mit der können wir uns dann länger unterhalten. Aber der Mann scheint partout Männer anzuziehen. So ein richtiger Männermagnet. So, jetzt gehen sie alle ins Wasser. Geraten sie jetzt in Seenot? Nee, sie platschen. Die gehen immer nur alle planschen. Die wissen, dass sie nicht Schwimmer sind. Weibchen, geh ins Wasser. Ja, Weibchen, geh ins Wasser. Nee, die platscht auch noch rum. Alle nur am Rumplatschen. Unsere Schicht ist bald rum und wir haben gerade mal einmal Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, weil da jemand wieder so getan hat, als wäre er ohnmächtig geworden. Großes Kino übrigens. Ja, so, oh nein, die Hitze, das Wetter, oh. Großartig. Ich hätte ja schon mal gerne eine Meerjungfrau kennengelernt, ganz ehrlich. Ist ja doof. Jetzt können wir schon wieder nach Hause. Ich will endlich eine Meerjungfrau treffen. Schweinerei. Mann. Bockmist.